When I was a kid, my daddy raised me at a farm, and we had pigs and cows and chicken, and I had to fuck with each one of them. That was my story. And look at me. What did I become? It looks like Walking Dead said, Carl, you gotta calm down. They can hear us. You know that. Wir sind jetzt hier am Friedhof. Der Vortöter meinte ja, wir machen das am besten hier. Mit den Dingern im Hintergrund. Wir hoffen, dass wir schnell fertig sind. Ich habe nämlich keine Lust mehr. Und er auch nicht. Zu Recht. Ja, so ist das. Hey, was geht ab? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gerade diese Mechas abgeholt. Wir fahren jetzt auf jeden Fall zum Out for Fame Festival und werden als Headliner die Stage zerreißen. Nee, wir sind eigentlich schon zu Zuschauern, aber egal, ihr wisst Bescheid nächstes Jahr. So Freunde, abschließend möchten wir noch das Gewinnspiel auflösen, was wir letzte Woche gestartet haben im Interview bei Hi Blub Blub. Schöne Grüße an dieser Stelle. Aber da hole ich mir jetzt erstmal unsere Glücksfee dazu. Was geht ab, Leute? Hast du was vorbereitet, oder? Ich bräuchte dafür aber so ein kleines Hilfsgerät. Ich habe hier die ganzen Zettel mit den Namen, ja. Das Ganze fertig gestartet, würde ich sagen, wir mischen das Ganze maximal in den Deckel drauf. Ja. Ja, jetzt haben wir das ganze Zeug da drin und ich würde sagen, wir mischen das Ganze, ne? Jo, das Ganze ist jetzt gemischt, jetzt kann keiner sagen, dass wir irgendwie ungefähr das Ganze gezogen hätten. Ja, Freunde, was soll ich euch sagen, ne? Wir machen das Ganze dann jetzt nochmal. Ja, wieder verteilen, so diese, so im Hintergrund sieht man gerade meine Katze. Das hier ist easy. Dann wollen wir jetzt mal abwechselnd die glücklichen Gewinner ziehen. So, der erste ist Marty J. Sternfeld. Rob Zaki Zaki. Weiter unten eine nehmen. David Ankenbrand. In der Mitte mal schön hier. Noshidan. Mü. Ich nehme mal jetzt mal einen von oben. Heinz Günther. Hätte ich mal einfacher. Sternia. Luca Malia. Du kriegst auch eine dieser CDs, die gerade umgefallen ist. David Lenz. Boah, Junge, da haben so viele Lenz mitgemacht. Zieh jetzt den ganz untersten Zettel. Der Matthias Fuchs. Der Fuchs. Bitte schön. Okay. Lirat Avdio. Das war Nummer 10, meine Freunde, und somit auch der letzte. Es tut mir leid für die verbliebenen Namen hier in dem Mixer. Wir werden die euch schicken, ich schreibe euch bei Facebook und dann kriegt ihr diese wunderbare CD. Hallo Easy, guten Tag. Für alle anderen, ja, ihr habt natürlich auch die Chance, diese CD zu kriegen bei uns im Shop oder auf iTunes, Amazon, Spotify, endlich. Ansonsten hoffen wir, das hat euch ganz viel Spaß gemacht, wie bei den letzten zwei Vlogs auch, und wir sehen uns beim nächsten Vlog. Peace.